Willkommen auf dem Kanal Filme kurz gefasst. Heute erzähle ich euch das wissenschaftlich-fantastische Drama aus dem Jahr 2017 mit dem Namen The Circle. Abonnieren Sie mehr Inhalte wie diesen. Aktivieren Sie Benachrichtigungen, um unsere neuen Filme nicht zu verpassen, und drücken Sie ein Like, um den Kanal zu unterstützen. Schöne Grüße und danke fürs Zuschauen. Unsere Hauptdarstellerin ist May Holland, die wir beim Kajakfahren auf dem See sehen. Sie erhielt einen Anruf, den sie ignorierte, weil sie ihrem liebsten Hobby auf dem Wasser nachgehen wollte. Sie arbeitete für eine Klempnerfirma und ihr typischer Tag bestand darin, Anrufe von verärgerten Kunden entgegenzunehmen. Der anstrengende Tag war noch nicht vorbei, weil ihr Auto auf dem Heimweg eine Panne hatte. Sie rief ihren Freund Mercer an, der ihr half, das Auto zu reparieren. Trotz seines erfolgreichen Geschäfts verlief sein Versuch, sie um ein Date zu bieten, nicht gut. In der nächsten Szene treffen wir ihre Eltern, die nicht zögerten, ihr zu sagen, dass sie Mercer wirklich mögen und dass sie mit ihm zusammen sein sollte. Sie sind fassungslos, als Mai ihnen sagt, dass ihr die Idee nicht gefällt, und dann erfahren wir etwas über einen anderen Aspekt ihrer Familie. Ihr Vater hat Multiple Sklerose, die nicht von der Krankenkasse bezahlt wird. Am nächsten Arbeitstag erhielt May einen Anruf von ihrer Freundin Annie. Annie teilt mit, dass das Unternehmen, für das sie arbeitet, 100 Mitarbeiter beschäftigt und dass sie morgen zu einem Vorstellungsgespräch kommen soll. Am nächsten Tag ging May aufgeregt zur Firma The Circle, um ein Interview zu führen. Es war kein typisches Bewerbungsgespräch, aber sie hat die Aufgabe erfolgreich abgeschlossen und wurde Teil des Customer Experience Teams. Danach lernte Annie alle Einrichtungen des Unternehmens kennen, vom Hauptsitz verschiedener Abteilungen bis hin zu Sport und Unterhaltung. May war völlig überrascht, aber bevor sie etwas sagen konnte, übergab ihre vielbeschäftigte Freundin sie an den Head of Customer Experience. Er demonstrierte ihr den Umgang mit Kunden und zeigte ihr die Metriken, die zur Bewertung ihrer Leistung verwendet werden. Sie hatte gehofft, mehr als 90 Punkte zu erreichen, aber Annie versicherte ihr, dass ihre Punktzahl von 87 für die erste Woche zufriedenstellend sei. Die Aufregung ließ nach, als sie zu einer Circle-Konferenz namens Dream Friday gingen. Der Gastgeber der Konferenz war ein Mann namens Bailey, ein entspannter CEO, der hier und da einen Witz reißen konnte, indem er ihnen die neueste Innovation von SeaChange vorstellte. SeaChange sind kleine Kameras in der Größe einer Münze, die unbemerkt überall platziert werden können. Laut ihm, das moralische Motiv dahinter ist, Täter aufzuspüren und zur Rechenschaft zu ziehen, um Veränderungen in der Gemeinschaft herbeizuführen. Nach der Konferenz gingen alle zu einer Party, auf der Sängerin Big auftrat. Danach bringt Annie sie an einen geheimen Ort, wo sie sie zu einer mündlichen Geheimhaltungserklärung auffordert, denn was dort passiert, ist äußerst vertraulich. Annie war auf dem Weg nach draußen, weil sie einen Flug nach Australien nehmen musste und May allein gelassen wurde. Sie kehrte zur Party zurück und versuchte, ein Gespräch mit einem Mann zu beginnen, von dem sie annahm, dass er einer ihrer Kollegen war. Er war am Telefon beschäftigt, sprach aber trotzdem mit ihr. Da sie sich sehr auf ihren neuen Job freute, nahm der Mann an, sie sei neu oder einer der Groupies, wie Bailey sie nannte. Als er ging, sagte er ihr sarkastisch, sie solle das Team weiter anfeuern. Mai verbrachte das kommende Wochenende mit ihren Eltern, die stolz auf ihren neuen Job waren, als sie es in die größte Gesellschaft des Landes schaffte. Sie hatten die Idee, sie mit Mercer zu verkuppeln, immer noch nicht aufgegeben, aber sie war nicht begeistert von der Idee. Als sie sich trafen, nutzte sie die Gelegenheit, um ihm ein paar beleidigende Worte zu sagen, die etwas demütigend waren. Als sie zu ihren Eltern zurückkehrte, hatte ihr Vater eine weitere Episode und seine Mutter eskortierte ihn hinein. Sie wurde von Emotionen überwältigt und geht Kajak fahren, um zu weinen. Die neue Arbeitswoche im Unternehmen hat begonnen, und während sie sich die Erklärung des Senators ansieht, in der die wahren Absichten von The Circle in Frage gestellt werden, wird sie von zwei ihrer Kollegen unterbrochen.
Sie versuchten ihr ein schlechtes Gewissen einzureden, weil sie am Wochenende nicht zu Versammlungen und Aktivitäten gekommen war. Und dann fragten sie sie nach ihren persönlichen Daten, die sie in das Tablet eingaben. Sie erstellten ein Profil von ihr und wollten alles über sie wissen. Sie schienen von der Krankheit ihres Vaters zu wissen, die sie nie erwähnte, und sagten ihr dann, sie solle 8000 Gruppennachrichten abrufen. Der Austausch sei eine Verletzung der Privatsphäre, unter dem Vorwand, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Obwohl sie ungläubig war, gab sie weiterhin ihr Bestes, um ihre Bemühungen zu verstärken und schließlich eine perfekte Punktzahl zu erreichen. Sie sprach kurz mit ihrer Mutter, die sie über den Gesundheitszustand ihres Vaters informierte. Sie war traurig, dass sie nicht bei ihnen war, weil sie im Schlafsaal bleiben musste, um mit ihrer Arbeit Schritt zu halten. Während des Videoanrufs bemerkt sie die neueste Arbeit ihres Freundes Mercer, eines hübschen Coasters, den sie in der sozialen Gruppe des Unternehmens geteilt hat. Annie ist von ihrer Reise zurück und stellt sie Dr. Jessica vor, die ihre medizinischen Daten eingibt, die nichts anderes sind als tägliche Daten, die in der Cloud des Unternehmens gespeichert und über die Tablets der Mitarbeiter zugänglich sind. Der Arzt bot May an, ihre Eltern in ihren Gesundheitsplan aufzunehmen. Das war eine großartige Nachricht für sie, denn es war eine Gelegenheit, ihren Vater angemessen medizinisch zu versorgen. Tom war der Gastgeber der nächsten Konferenz, und er war Baileys Mitarbeiter und Gastgeber des Senatorenkandidaten, der sich für Rechenschaftspflicht durch Datenaustausch über die U3-Seite einsetzt. Auf der Afterparty hatte May ein weiteres ungewöhnliches Gespräch. Dieses Mal sprach sie mit einem Mitarbeiter, der im Bereich Scannen und Eye-Tracking arbeitet, und prahlte damit, wie diese Technologie Kinder vor Raubtieren retten kann. May war begeistert, bis sie herausfand, dass es an einem in den Knochen implantierten Chip lag. Als sie versuchte zu begreifen, was sie gerade gehört hatte, sie sah diesen Mann wieder, der wieder mit dem Telefon beschäftigt war. Sie beschloss, ihn zu begrüßen, und er legte sofort das Telefon weg und rief sie an, um ihr etwas zu zeigen. Nachdem er ihr gezeigt hat, wo die Daten gespeichert sind, stellt er sich als Tyler Fit vor, der Schöpfer von U3. Er missbilligte die Monetarisierung personenbezogener Daten und die Ablehnung der Privatsphäre. Am nächsten Tag besuchte er Mercer, die wegen eines Bildes, das sie mit der Gruppe teilte, Morddrohungen erhielt, nachdem sie als Hirschmörderin bezeichnet worden war. Eine verstörte May geht nachts ihr Kajak holen und macht sich auf den Weg ins aufgewühlte Wasser. Sie verlor die Kontrolle und kämpfte dann um ihr Leben, bis Retter sie herauszogen. Ihren Angaben zufolge haben sie sie dank der Kameras von SeaChange entdeckt und gerettet. Darauf folgte ein von Bailey geführtes Interview, in dem May darüber spricht, wie erschreckend ihre Erfahrung war. Und dass sie dank Seegange-Kameras gerettet wurde. Durch einen manipulativen Monolog kommt Bailey zu dem Schluss, dass es egoistisch ist, nichts zu teilen, und dass Geheimnisse eine große Lüge sind. May Holland war auch die erste Person, die eine rund um die Uhr tragbare SeaChange-Kamera besaß. Im aufgeregt applaudierenden Publikum sehen wir eine verstörte Annie, die nicht mehr so fröhlich ist, sowie einen enttäuschten Ty. Seit diesem Tag wurde May vom morgendlichen Aufwachen über ihre grundlegendsten Hygiene-Routinen bis hin zu ihrer Beziehung zu ihren Eltern und ihrem Arbeitstag verfolgt. Sie ist in ihrer dritten Woche mit 2,3 Millionen Zuschauern, die ihr folgen. Als sie in ihr Zimmer zurückkehrt, schaut sie über ihre Kamera nach ihren Eltern und findet sie bei einem intimen Akt vor, den die ganze Welt sehen kann. Sie war verlegen, versuchte es aber zu vergessen. Sie versuchte noch einmal, nach ihnen zu sehen, aber ihre Kameras waren ausgeschaltet. Am nächsten Tag sah sie Annie auf dem Campus, aber sie begann sich von ihr zu distanzieren, bis May sie bei ihrem vollen Namen nannte. Sie hatte 3 Minuten kostenloses Video, um die Toilette zu benutzen, und dort hat sie ein privates Gespräch mit Annie, die ihr sagt, dass sie in großen Schwierigkeiten steckt und dass es Dinge gibt, die sie nicht versteht. Während eines Treffens zur Wählerregistrierung schlägt May vor, es so weit zu heben, dass es für alle obligatorisch ist, über The Circle abzustimmen, und dass dies ideal für demokratische Länder ist, in denen die Stimme aller gehört werden muss.
Annie versuchte sie zu